So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rain Simulator. In der letzten Folge, ja, habe ich eine sehr schwere Entdeckung machen dürfen, denn meine zwei ersten Schweine sind tot. Und dann habe ich schon 12? Ja, ich habe schon 12. Und der eine Sohn ist auch tot, aber die Tochter ist trächtig, von wem auch immer. Ich habe keine Ahnung, wer die geschwängert haben sollte. Und ja. Ja. Wir haben jetzt das Schweinefleisch, haben damit relativ gut viel Geld machen können. Und ich würde vielleicht sagen, machen wir vielleicht aus einer Sache Schweinefrikadellen? Ah, da brauche ich einen Topf wieder. Verdammt. Ich müsste mir wahrscheinlich auch nochmal einen Kopf. Kopf, ja. Einen Kopf müsste ich mir auch auf jeden Fall kaufen. Einen Topf nochmal kaufen. Damit ich nicht immer hin und her rennen muss. So. Topfi. Und in der heutigen Folge hatte ich angedacht, beziehungsweise erstmal zu warten, bis es Abend ist. Und dann zu gucken, weil die Gute ist nämlich schwanger. Und dann. Ja. Ein bisschen dunkel hier, ne? So. Das heißt, wir erwarten in wenig, oder was heißt nicht in wenigen, aber in einigen Tagen unser erstes Kalb. Ich hoffe nur, der Ute überlebt die ganze Sache. Denn dass es so wird wie bei unseren Schweinen, das wäre sehr, sehr, sehr ungünstig. Weil, ja, ich hatte eigentlich gedacht, mal zu gucken, wie das hier ist mit dem Elektroschocker. Ne, ob das jetzt Sinn macht, den zu verwenden oder dann halt wirklich, ja, die Pistole zu nehmen. Weil natürlich wollen wir auch Fleisch produzieren, wie ihr unschwer erkennen könnt. Damit wir halt Geld verdienen. Beziehungsweise ist das Schweinefleisch ja auch. Huch, ja, da wollte ich schon die Wurstspritze und den Fleischwolf drehen. Ist nämlich das Schweinefleisch natürlich besser als das Wildfleisch. Um einiges besser. Deswegen kommen wir gar nicht drum rum, wenn wir hier wirklich die Ranch aufbauen wollen. Beziehungsweise dann wirklich die Pferde kaufen wollen. Müssen wir halt dann wirklich knallhart sagen: Gut. Danke, dass du uns gedient hast, aber Tschüssikowski. Dein Andenken wird in allen Ehren gehalten. Und ich würde jetzt hier nochmal genau das nehmen und würde dann schlafen gehen und würde dann einfach mal gucken, wie morgen früh der Tag aussieht. Vor allen Dingen, wie es da um die Ute steht. Ach, oh, verdammt. Und dann werde ich nämlich auf jeden Fall nochmal die Metallplanken holen. Und natürlich können wir jetzt, weil wir so viel Money, Money, Money haben. Nein! Nein, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich. Oh, jetzt habe ich das. Oh, das bisschen Fleisch verschwendet. Verdammt. Genau, dass wir uns da vielleicht nochmal oder unser erstes richtiges Auto dann holen und nicht diesen kleinen süßen, die kleine süße Knutschkugel, das kleine Huppedidel. So, das gleich geschafft. Und im Übrigen, ich habe auch die Funktion des Getreidespeisers endlich rausbekommen, wie das so genau funktioniert. Nachdem ich fleißig Geld ausgegeben habe. So. Und jetzt reicht es ab ins warme Bettchen nach dem anstrengenden Tag. Ich sehe nichts mehr. Nee, schlafen gehen möchte ich gerne. So, jetzt gucken wir mal, wie es unseren Herzensdarm geht. Ach, warum tut das hier immer noch? Ich will mal hier einen schönen Arbeitstag haben.
Dir geht's gut, Ute? Weil du wirst halt immer ein bisschen dicker, ne? So, die ist auch noch trächtig, ne? Ja. Okay. Hier haben wir noch ein paar Holzplanken. Euch geht's auch gut, es ist sehr schön. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, genau, fünf hat man ja von denen. Von der verstorbenen Mutter bekommen. Das war ihr letztes Abschiedsgeschenk an uns. Hehe. Ja, gut, ne? Dann ist auf und davon. Aber ich muss sagen, auch wenn es wirklich sehr gemein ist und wirklich Tierquälerei ist, aber wenn die verhungern, ich sag mal so, wenn der Elektroschocker jetzt nicht wirkt beim ersten Mal, ne, dann muss man ja die Munition nehmen, das heißt, man verschießt einen Schuss, was ja auch Geld ist an sich, klar, das ist es weniger schmerzhaft für die Tiere, aber das Verhungern ist ja eigentlich so, wenn man es auch von der wirtschaftlichen Seite aus sieht, natürlich das Bessere. Da will ich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich meine ganzen Tiere verhungern lassen möchte, aber jetzt einfach mal so rein. Theoretisch kann ich den Wassertank ja auch verkaufen. Schweinswurst. Ich habe aber keinen Schweinswurst. Zumindest weiß ich nicht davon, jemand die... Achso, doch, Wurst. Ich bin auch doof. Natürlich, Wurstspritze. Ah, gut. Das war jetzt ein bisschen doof. Das war richtig doof. Weil ich hätte eher gucken können. Das war richtig doof. Weil die Wurstspritze hätte man es locker kaufen können. Aber das können wir jetzt kaufen. Ich habe ein bisschen gerade auf dem Weg dorthin. Dann kann ich natürlich auch was mit dem Blauschimmel mal ausprobieren. Und dann müsste ich mir mal das anschauen. Wegen den Metallplatten. Hallo. Boah, $2. So. Ach, blau. Blauschimmer wollten. Ja, gut, machen wir beim nächsten Mal. Ich werde mal kurz gucken. Wegen dem Auto. So. Vor allem, wie wissen das überhaupt? Wird es mir einfach dorthin gestellt dann, wenn ich sage, oh, ich möchte das Auto kaufen? So, zur Verkäuferin. Ja, ist immer noch Verkäuferin. Ja, nicht zurück, auf Wiedersehen. So. Pickup. Oh, ah, 1600. Aber hat sie nicht irgendwas 800? Das war das. Ja. Und wartet auf dem Parkplatz auf dich. Okay, cool. Ach, da ist das. Da, ah, nimm mal Folgedank. Was ist denn das für ein Service. Ich kaufe hier für $800 ein Auto, dann werde ich das auch voll gedankt haben, Mensch. Okay. Das ist kein Quad. Nicht kein Quad, sondern kein kleines Auto.
Also, wie komme ich denn jetzt zu meiner Ranch? Hallo? Da. Ja, renn nur, lauf nur weg. So. So. Und jetzt rennen wir wieder zu unserem anderen Auto. Nee, der hat noch nicht geworfen. Okay. Und der Ute auch noch nicht. Also, dann machen wir kurz das hier. Alle Tröge füllen. Hä? Sind die noch voll? Ach so. Ach, das füllt wirklich nur, wenn die dann leer sind, sozusagen. Okay. Gut, ich dachte, ich könnte es immer nachfüllen. Aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Dann rennen wir jetzt mal zu unserem Auto hin. Wieder mal zurück. Und dann machen wir das mal mit den Eiern. Kann ja nur noch um Stunden handeln, ne? Mit der Kuh waren wir ein bisschen schneller unterwegs, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich muss dort. Aber immerhin können wir jetzt drei Schweine und eine Kuh transportieren. Das ist schon mal sehr viel wert. Und sobald, sag ich mal, die ersten Ferkel groß sind, werde ich mal versuchen, das mit, wie gesagt, mit der natürlichen Fleischherstellung und nicht, wenn halt dann, ja, die Schweine schon dann tot da liegen, wie das dann so genau funktioniert. Und da kann ich ja rein theoretisch immer die Wurst, also eine Frikadelle, eine Wurst mit hier in meiner Kühlbox haben und kann ja dann rein theoretisch schauen, wann da ein besserer Preis dann vorhanden ist und verkauft es halt dann einfach dann da. Und mit der Rinderfrikadelle können wir es natürlich genauso machen, dass wir pro Kühlbox dann, sage ich mal, eine Fleischvariante nehmen. Ah, ich wollte nur Metall. Ah, ich wollte nur Metallplatten kaufen. Oh, toll. Oh, warte mal. Wir machen das also mit den Eiern. Ah, ich wollte einen Topf kaufen. Boah, ich bin zu doof, ey. Einfach nur. Ich wollte noch einen Topf kaufen. Ich wollte Metall kaufen. Mein Geld sieht jetzt wieder ein bisschen bescheiden aus. Aber egal. So. So, So. Nein. So. Und jetzt gehen wir noch mal kurz raus. Stellen den Topf auf den Herd und dann müsste ich mir mal ein Ei schnappen. Eieiei. Und müsste mal hier wieder sauber machen. Habt ihr euch gerade lieb, weil ihr so eng beieinander steht? Meine Güte. Was esst denn ihr die ganze Zeit weg? Naja, mecker mich bloß nicht an. So. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Kommt jemand? Nö. Gut. Ah, der hat es doch gesagt mit Ei. Oder meint die Ei mit. Wie war das? Fleisch.
Was war das denn jetzt gerade? Ei, oh. Das habe ich mich erschrocken. Ich dachte, was ist das denn? Gottes Willen. Tür zu. Oh, mein Herz. So, Fleisch und Käse. Gib. Ach so. Also ich brauche erstmal eine Reifekammer. Okay, mit dem Ei, das lege ich mal hier hin. Und ich stecke das mal wieder raus hin für den Fall, dass es wirklich noch ein Küken draus schlüpft. Ich will ja jetzt hier keine Rabenmutter sein. Und brauche halt wirklich jetzt eine Vorratskammer, eine Reifekammer. Also eine Reifekammer brauche ich auf jeden Fall und eine Vorratskammer für den Käse. Gut, Käse braucht ja auch eine Reifekammer. Was wollen die denn die ganze Zeit hier bei mir? Haben die kein eigenes Zuhause, die Hirsche, wo die hier irgendwelche Leute penetrieren können? Wie sieht es hier aus? Gut, okay. Ja, geh mal weg hier, bevor ich mir das anders überlege, du Elchgeweih. Oder Hirschgeweih, ist ja kein Elch. Ja, was ist denn? So, hat denn jetzt mal die. Ach nee, die ist immer noch. Die sieht immer noch rund und glücklich aus. Ja, Metall. Metallplattenbrauma. Dann würde ich einfach jetzt für $300 Metallplatten kaufen. Ich hoffe mal, das reicht. Ich hoffe wirklich mal, ja, dass es reicht. Also ich sag mal so, für eine Vorratskammer, für eine Reifekammer dürfte es ja rein theoretisch ausreichend sein. So, hallo. Ich bin wieder hier, möchte gerne Geld ausgeben. Eins, zwei, drei. Ach nee. So. Also noch weiter weg hätte man die wirklich nicht legen können, oder? Hallo? Ich muss sagen, ich bin schon echt gespannt, wie dann das Kalb von der Ute und vom Udo aussehen wird. Also welche Farbe es auch hat. Ich glaube, so ein Schwein muss so bestimmt 5 Tage trächtig sein, ehe das dann wirft. Und der Ute, da müsste ich mir mal eigentlich mal, boah, jetzt mal aufschreiben, sobald ich merke, dass sie wieder schwanger ist, wie viele Tage vergehen, ehe die dann das Kalb gebärt. So. 13. Okay, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen mit dem Metall. So, was ist das jetzt? Was bist denn du? Du bist bestimmt eine Pökelkammer, oder? So, hast du geworfen? Nein. Du auch noch nicht. Aber euch geht's auch noch gut, oder? Ich hoffe mal. Ach Gott. So, hier. Da hoppelt schon wieder so ein doofer Hirsch umher.
Und dann würde ich vielleicht auch mal sagen, könnten wir auch rein theoretisch auch nochmal planen, wie das mit den Hühnern weitergehen soll, beziehungsweise ob wir vielleicht das dann so machen, dass wir diese Windmühle bauen, beziehungsweise erstmal planen, wo die stehen soll. Das wäre nämlich auch dann gut für mich, wenn ich ja nicht immer hier den ganzen Spaß aus dem Brunnen holen muss. Klar kann man jetzt fragen, warum haben wir denn überhaupt einen Brunnen gebaut, damit es halt einfach schön aussieht. Na, hier mal noch ein Fleckchen. Ja, denke ich mal im Schlaf dran. Im Traum dran. Na, ich glaube, ach, das war Käse. Weihnachtsbaum. So, da haben wir jetzt schon mal die nächste Aufgabe für die nächste Folge. Wir haben nämlich 40 Holzplanken besorgen. So, und die Windmühle. So. Ja, das passt. Metall 150, okay, das dauert auch noch mal ein bisschen. Ehe wir dann die Windmühle hier fertig haben. Aber ich denke mal, wir dürfen trotzdem jetzt nicht mehr so lange benötigen, beziehungsweise dürften wir jetzt auch relativ schnell das Geld zusammenkriegen, dank der Fleischproduktion, beziehungsweise dank unserer. Ach Leute. Was ist denn los? Ja, dank unserer Fleischproduktion dürften wir ja rein theoretisch das Geld schnell zusammenbekommen. Also hoffe ich einfach mal. Und ich würde einfach mal sagen, ich werde im Off noch mal ein paar Getreidesäcke für unsere Hühner holen. Die brauchen ja auch noch ein bisschen was zu essen, um fleißig Eier legen zu können. Und dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, wie weit es dann bei unseren Schweinen ist, beziehungsweise bei der Ute. Und können ja dann noch weiter planen, wie denn das jetzt auch mit den Hühnern weitergehen soll. Weil bei denen hätte ich auch gerne Getreidespeicher und eine Windmühle, einfach damit das halt für mich auch ein bisschen, ja, entspannter ist mit dem Nachfüllen. Und ja, da muss ich mal gucken, wie wir das dann in der nächsten Folge angehen werden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.